Moin, moin. War ja, bin ja jetzt in Polen, habe ich das ja schon gesagt. Ich hatte bei den Slowaken dann die Umkreistour gemacht, weil es noch so gibt, was man sich da in der Ecke dort alles angucken kann. Und da war unter anderem mit angezeigt in Polen diese Eisenbahn. Und da mich ja vor allen Dampfloks so ein bisschen begeistern. Und auf dem Foto sind die auch mit der Dampflok rumgefahren. Dachte ich, das musst du dir angucken. Na gut, die sind ja nur neben mit der Dampflok gefahren, aber war trotzdem einigermaßen interessant. Besonders rausreißend war es ehrlich gesagt nie. Aber na gut. Interessant fand ich es trotzdem. Was mich gestern tierisch aufgeregt hat, ich habe dann abends hier noch ein bisschen rumgelesen und geguckt und gemacht. Und habe gelesen, dass sich sogenannte Klimaschützer an die Sixtinische Madonna geklebt haben. Was wollt ihr denn eigentlich? Wollt ihr Toleranz oder wollt ihr nie? Dann akzeptiert auch mal eine andere Meinung. Genauso jetzt ein paar Tage eher, das wird ja immer verrückter. Jetzt haben sie Karl May vom Handel genommen. Da habe ich in der App geguckt, da gab es über die, das war so eine kleine Nebenstraße, Feldstraße, Waldstraße. Da standen noch vereinzelt ein paar Wohnhäuser ganz weit hinten. Dafür war die Straße und ganz hinten war noch irgendwo eine Bar oder Kneipe. Da habe ich dann weitergeguckt, da gab es noch einen genau an der Grenze zur Slowakei hoch. Aber das war an der Grenzstraße, die über die Grenze geht, eine Parkbuchte, ganz normal direkt an der Straße. Da wollte ich mich nie unbedingt hinstellen. Da bin ich weitergefahren. Dann gab es die ganze lange, weite Durststrecke. Da bin ich 30 Kilometer gefahren. Und da gab es einen auf dem Berg oben. Bin ich den Berg dort hoch, so ein normaler Feld-, Wald- und Wiesenweg. Und ach cool, die fangen jetzt an dort. Museum macht auf. Jedenfalls ganz oben dort. Ganzen Weg war über nicht so richtig, wo ich mich hätte hinstellen können, dürfen sollen. Und ganz oben stand er so halb auf der Wiese. Und da hätte ich aber ohne so mich, da hätte ich mich richtig an den Rand kuscheln müssen, da hätte es vielleicht noch gepasst. Deswegen habe ich dann gesagt, jetzt fährst du wieder runter. Dann bin ich nochmal 20 Kilometer weiter gefahren. Und hier gab es auch nicht so, gab es zwar auch bloß drei Plätze, aber jetzt habe ich gesagt, jetzt nimmst du den ersten besten, den du findest. Und da bin ich jetzt hier auf irgendeiner Nebenstraße gelandet, mitten im Wald. Da war der große Parkplatz. Und dahinter halt der Zaun, den ich mal kurz hier eingeblendet habe. Dachte, okay, stellst dich halt hierher. Ehe du jetzt weitersuchst,
Hier kommen zumindest nicht so viele Leute vorbei und da gehen die auf den Geist eventuell oder was auch immer. Ja, und dann habe ich nochmal in der Karte geguckt, beziehungsweise wo ich jetzt bin. Und da ist das ein Bergbau, beziehungsweise Öl- und Gasfördermuseum. Und da habe ich das heute früh natürlich gleich mit besucht. Und Wahnsinn. Also das kann ich euch wirklich nur empfehlen, dort auch mal hinzugehen, wenn ihr in der Gegend seid. Ja, und das Museum ist übrigens das älteste noch betriebene Ölfeld der Welt. Und war auch das erste, ist ja klar. Der Gründer, der Ignazi Lukasiewicz, der war Apotheker und hat 1853 mit der Gewinnung vom Öl dort begonnen. Und der hat auch die Petroleumlampe erfunden. Sozusagen, der hat auch selber experimentiert und aus dem Erdöl Petroleum gewonnen. Und hat die Petroleumlampe mit erfunden. Ja, und auf dem Museum hast du, wie gesagt, sind ein paar noch betriebene Pumpen, die noch laufen. Waren jetzt, wo ich jetzt dort war, war alles aus. Aber so, die haben richtig Erdöl dort noch, dass die dort pumpen können. Als man reinkam, stand er so mit dem Rücken zu uns da. Und dann drehte er sich rum und sagt: Ah, Gendobre. Azoto rabina sprowadza drogi naszej schronnej. Jakby pan magister dać w lekarce tej, co to flaszę atramentu kupowała. Tak, a mi rozdali się to sposób pomocy w schronieniach tłuszcz i podobnym. Tak umożliwia im fluidum. Nie ma konieczności na papier go rozlewać z parem domu. Ale nie ma nic bardziej skutecznego na epidemię jak Öl- und Gasindustriemuseums in Bobrka ein, das auf dem Gelände des ältesten Erdölbergwerks der Welt liegt. Unseren Rundgang beginnen wir neben dem modernen Hauptausstellungspavillon gleich am Eingang zum Museum. Falls Sie sich jetzt an einem anderen Ort befinden sollten, unterbrechen Sie bitte die Aufzeichnung und schalten Sie diese wieder ein, sobald Sie am erwähnten Pavillon sind. Ich begrüße Sie erneut. Bitte stellen Sie sich so hin, dass sich der Ausstellungspavillon rechts von Ihnen und das Haupttor zum Museum hinter Ihnen befindet. Vor uns sehen wir eine breite asphaltierte Allee mit einer Ausstellung von Maschinen und Geräten, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und im 20. Jahrhundert in der Öl- und Gasindustrie verwendet worden sind. Über sie erfahren wir später gegen Ende der Besichtigung mehr, sobald wir uns auf dem Rückweg befinden. Zuvor möchte ich Sie in den ältesten Teil des im 19. Jahrhundert entstandenen Bergwerks einladen. Dorthin gelangen wir, indem wir der malerischen Allee folgen, die gleich hinter dem Ausstellungspavillon nach rechts abbiegt und durch einen Wald führt. Wir gehen jetzt also geradeaus auf dem rosa gepflasterten Weg. Bald sehen wir ein Schild mit der Aufschrift Kierunek Zvezania. Das bedeutet Besichtigungsrichtung. Ich erinnere daran, dass wir auf dem rosa gepflasterten Weg geradeaus gehen und anschließend das Schild Besichtigungsrichtung beachten. Das ist sowas von Idioten sicher gemacht. Auf das wir gerade zugehen, ist ein weltweit einzigartiges Objekt, das seit kurzem den ehrwürdigen Status eines Geschichtsdenkmals besitzt. Es bildet die Wiege der gesamten Ölindustrie, nämlich den Ort, an dem zum ersten Mal im großen Umfang Erdöl.